Willkommen zu einem neuen Video. Heute verpassen wir diesem G-Astra eine neue Abgasanlage. Und zwar nicht irgendeine Abgasanlage, sondern eine von Fox. Da bin ich jetzt besonders... Cut bitte. Und zwar verbauen wir diesmal eine Fox-Abgasanlage. Das Auto wurde im Vorfeld schon getuned, hatte aber bis dato immer noch eine Serienabgasanlage, die leider letzte Woche unterwegs auf der Strecke liegen blieb, und zwar ist da der Endschalldämpfer abgefallen. Das war ein bisschen lustig, aber in dem Moment war dann so klar, okay, monatelang wurde sich schon Kopf gemacht, was für Abgasanlage kommt runter, ob eine von Friedrich Motorsport, von irgendeinem anderen Hersteller, TH Technik, zwar auch kurz im Gespräch, wo ich nicht wirklich der Freund von bin ich ehrlich, machen zwar manche Sachen echt gut, aber naja. In dem Moment dachte ich so, hey, warte mal, früher hatte ich selber eine Fox-Abgasanlage unter meinem Fiesta und damit war ich immer zufrieden. Das Auto fährt jetzt bestimmt schon 5-6 Jahre mit der Abgasanlage und hat nichts. Die ist immer noch wie am ersten Tag richtig geil. Ich bin glücklich damit, immer wenn ich das Auto sehe noch, finde ich super. Also habe ich gesagt, hey, diesmal auch wieder eine Fox-Abgasanlage und dann, weil ich auch mit der Verarbeitungsqualität sehr zufrieden bin und mit dem Lieferumfang. Darauf gehen wir jetzt gleich mal ein. So, das ist ein gutes Stück. Wir haben den Endschalldämpfer, das Zwischenstück zum Mittelschalldämpfer. Die ganze Anlage gibt es auch nochmal mit einem Ersatzrohr für den Mittelschalldämpfer. Wäre natürlich in Deutschland nicht legal. Und jetzt kommt die große Überraschung, weil ich mich entschieden habe. Leider Gottes gab es die Auswahlvariante nicht, die ich damals bei meinem Fiesta hatte. Da hatte ich nämlich ein 90er Endrohr, gerade raus, scharfkantig. Hier habe ich zwei Abgasanlagen, also zwei Rohre abgerundet. Aber im Endeffekt, ich denke mal, das sieht auch gut aus. Und ja. Heute kommt jetzt noch ein kleiner erschwerender Aspekt dazu. Ich bin gerade krankgeschrieben und kann auch nicht richtig laufen. Beziehungsweise kann ich auch gar nicht schrauben in meinem Zustand. Also muss meine Freundin jetzt die Abgasanlage unterbauen. Das werde ich mehr oder minder eher weniger filmen, weil sie das nicht so möchte. Ist ja auch okay. Ist ja auch mein Channel und ich will sie dazu nicht zwingen. Also denke ich mal, wird das eher noch... wird ein relativ kurzes Video. Könnt euch dann auf die Klangprobe bzw. auf die Fahraufnahmen eher freuen. In dem Sinne, viel Spaß beim Video und wir hören uns später. Later. So, da ich ja in dem Moment, wo wir die Abgasanlage montiert haben, nicht in der Lage war, die selber zu montieren, gehen wir jetzt nochmal darauf ein, wie die montiert wird, was ihr beachten müsst. Einfach mal kurz im Schnelldurchlauf, weil es ist relativ simpel. Ihr müsst nur zwei Stellen lösen, um die alte Abgasanlage zu demontieren und um die neue runterzubekommen. Darauf gehen wir jetzt ein. So, die erste Stelle wäre hier. Hinterm Cut müsste man halt, das ist auch meistens bloß eine Rohrschelle, die man da löst. Damit löst ihr dann den Mittelschalldämpfer halt ab. Und die zweite Stelle ist am Endschalldämpfer. Da, ich glaube, muss noch ein bisschen rumkommen. Da befindet sich hier halt auch eine Flanschplatte. In meinem Fall, später habe ich festgestellt, ich hätte eigentlich auch mit nur Endschalldämpfer Reparatur durchführen können, weil die Flanschplatte war hier nämlich noch in Ordnung. Der ist nämlich genau hier weggerostet. Aber ich habe jetzt, weil ich sowieso eine Abgasanlage haben wollte, habe ich die jetzt verbaut. Und so an sich ist es auch nicht mehr. Ihr habt noch ein Verbindungsrohr hier zwischen mit der Schelle und eigentlich ist dann auch schon die neue Abgasanlage in der umgedrehten Reihenfolge montiert. Ihr müsst halt bloß erstmal alles zusammenstecken, um dann von vorne nach hinten festziehen, nachdem ihr alles ausgerichtet habt. Ja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es konnte euch vielleicht auch weiterhelfen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht, ein Abo und bis zum nächsten Video.